Willst du ihn echt hören? Okay, so, kleiner Bub, 3 Jahre, sitzt im Wohnzimmer, spielt mit seiner Lokomotive, Mutter kocht, es ist Sonntag, sie macht gerade Schnitzel. Und dann hört sie, wie er gerade im Wohnzimmer, nächster Halt, Klagenfurt, alle Löcher, bitte aussteigen. Die Mutter denkt sich, mein 3-Jähriger, ein Schimpfwort, oh mein Gott, das hat er jetzt nicht gesagt. Nimmt ihn, schnappt ihn an den Ohren, tut man heutzutage natürlich nicht, hätte man nie tun dürfen bei einem Kind. Sagt jetzt so, 30 Minuten wartest du jetzt in deinem Zimmer, du darfst jetzt nicht spielen, du musst jetzt mal lernen, dass man dieses böse Wort nicht sagt. Der Kleine bleibt eine halbe Stunde in seinem Kinderzimmer, Mutter geht weiter kochen, nach einer halben Stunde holt sie ihn, zack. Sagt, darfst du das weiterspielen? Ich hoffe, du hast das gelernt und dann gibt es gleich Essen. Der Kleine spielt weiter, die Mutter bereitet das Essen fertig zu und zack, was macht der Kleine? Nächster Halt, Bruck an der Mur und wegen dem A-Punkt in der Küche haben wir 30 Minuten Verspätung. Ja, der ist wirklich lang und nicht gut. Ich weiß, du bist der Einzige, den ich mir gemerkt habe. Es tut mir leid, ich bin ein total schlechter Witzeerzähler, das macht die Schöneberger.